und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute einen Mimo-Tischtennisschläger. Quasi eine Pinnwand mit Clips. Ich verwende für dieses Projekt Fimo Ledereffekt Olive und Wassermelone und rolle diese ganz vorsichtig und flach aus. Meine längste Seite war ca. 20 cm und von der Breite her waren es ca. 4 cm. Kommt aber auch so ein bisschen drauf an, welche runden Ausstecher du so zu Hause hast und welche Größe die so haben. Damit sich später alles besser löst, habe ich im Vorfeld die Glasplatte mit ein wenig Maisstärke bestreut. Wenn ich dann beides passend zugeschnitten habe, beginne ich kleine Rillen zu schneiden. Du siehst es gleich. Versuche hier möglichst einen gleichmäßigen Abstand zu erhalten. Wie viel ist jetzt nicht so wichtig, es geht mehr darum, es gleichmäßig einzuhalten. Wenn du dann mit dem Stapeln fertig bist, ergibt es ein schönes gleichmäßiges Streifenmuster und dieses kannst du dann vorsichtig glatt rollen. Jetzt geht's an die Kreise. Wir schnappen uns runde Ausstecher und stechen ein paar kleine, winzige und große Kreise aus. In der Zeit, in der die Kreise im Ofen sind bzw. abkühlen müssen, kannst du den Belag des Tischtennisschlägers abschaben. Ich habe mir hier die rote Seite geschnappt, das war relativ leicht zum Abziehen und den Rest schabe ich einfach mit dem Messer ab und schleife es weg. Jetzt zeichne ich mir auf einem schwarzen Kartonpapier die Tischtennisschlägerplatte nach und schneide sie aus. Ich habe mich hier für flüssigen Kleber entschieden. Ich glaube, das war kein Fehler. Riecht gut, macht was es soll, nämlich kleben. Achte darauf, dass du bis an den Rand kommst und dann einfach auf der Tischtennisschlägerplatte befestigen. Und jetzt bloß nicht mit dem Patsche hinten direkt drauf, ansonsten hast du Klebespuren. Wir widmen uns jetzt der Rückseite. Auf der Rückseite ist immer noch dieser Schaumstoffbelag und auf den kleben wir jetzt mit Sekundenkleber einen Bilderhaken. Wir kommen zurück auf der Vorderseite. Wir kleben jetzt mit flüssigem Kleber am unteren Rand des Griffs zwei Stück Kordelschnur. Nachdem unsere Kreise aus Fimo abgekühlt sind, können wir sie mit Sekundenkleber direkt am Karton befestigen. Das hält bombenfest, versprochen. Und als weiteren Gag habe ich mir gedacht, die Kordel mit flüssigem Kleber ein wenig in, naja, sagen wir Schlangenlinien, auf dem Tischtennisschläger zu verteilen. Aber das seht ihr jetzt noch gleich. Man muss immer ein bisschen niederdrücken, das heißt, das hält nicht sofort, aber mit Sekundenkleber hat das gar nicht gehalten, also ging nur Variante Flüssigkleber. Damit der Spaß nicht komplett voll mit Kleber ist, dachte ich mir, die restliche Kordel forme ich einfach in Linien vor und an den wichtigen Punkten, sowie am Ende und dazwischen, wo es vielleicht einmal ein bisschen instabil in die Höhe ragt, klebe ich es fest, an den restlichen nicht. Hat sich herausgestellt, es war eine gute Idee. Ihr könnt es gerne nachmachen. Ja, wie gesagt, zuerst das Ende und dann den Rest. Ja, und jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die Metallklammern. Die setze ich einfach in die Mitte der großen Kreise.
hielt eigentlich bombenfest mit Sekundenkleber, man muss nur ein bisschen warten und drücken. Und dann habe ich mir kleine Kirschblütensticker zur Dekoration geholt. Ja, und so sah dann das Endergebnis aus. Ich bin sehr zufrieden damit und habe es bereits in meinem Vorzimmer hängen. Perfekt für Notizen, Fotos, Erinnerungen, Tickets, alles, was das Leben so hergibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!